Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Oh, die Kamera ist schief. So, jetzt wieder gerade. Wie ihr wisst, kommt auf meinen Kanal nur selbst gekaufte Sachen. Und habe mir auch wieder ein neues Paket bestellt. Wobei ich bei dem Paket aber besonders stolz drauf bin. Weil es ist die neue CD von Volbeat. Mit einem T-Shirt, was ich euch heute präsentieren möchte. Die Gruppe gibt es seit 2001. Es ist so rockmäßig angehaucht. Finde die nicht schlecht. Der ein oder andere mag sie bestimmt auch. Aber wie auch gesagt, es ist halt Geschmackssache. Aber wir kommen zum eigentlichen Paket. Nach langem habe ich nun endlich das Paket bekommen. Danke der Post. Da ich Probleme hatte mit dem Zustellen, weil ja angeblich keiner zu Hause war. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir öffnen nun das Paket. Okay. Oh, das ist wie Weihnachten. Oh, schick. Oh, guckt's euch an. Geile Scheiße. Mächtig geiler Scheiß. Schon alleine. Die CD. Wunderschön. Ich hab sie endlich in der Hand. So. Wieder da. Muss ich schnell mein geliebtes Küchenmesser holen. Weil ich möchte die CD ja auch auspacken. So. Also es war dabei die CD und das Shirt. In der Größe L. Oder M. Habe ich vergessen. Aber wir kommen gleich dazu. Fangen wir erstmal mit der CD an. Ja. Ich bin ganz aufgeregt, muss ich euch ehrlich sagen, weil das ist mein erstes Paket, wo ich mich richtig mega dolle drauf freue. Hier ist noch was. Also wie gesagt, das ist das Album und das besteht aus zwei CDs. Aber werde ich euch gleich zeigen. Das sind die Bandmitglieder. Richtig top. Alter Vater, das ist ja mal geil. Also für mich selber das geilste Album von der Gruppe. Richtig geiler Scheiß. Hier auch nochmal. Das ist rum. Ne, war schon richtig rum. So rum. Und ich wurde auch schon mal angeschrieben, ob ich meine Videos schneide. Nein. Die werden so, wie sie sind, mit Fehler von mir, ungewollt natürlich, die Fehler, so gelassen. Ja, das ist ganz wichtig, weil ich mich nicht verstellen tue. Oh, guck mal, hier ist noch was drin. Hab ich ganz vergessen. Oh, schick.
Sehr geil. Oh ja. Das macht mich natürlich vollkommen an. Ohne Scheiß. Die Musik ist einfach nur volle Gönnung pur. Ohne Scheiß. Das ist wirklich. Also wer sie mag, der weiß, von was ich rede. Ein ordentliches Soundsystem und du fühlst dich wie im Konzert bei der Gruppe. Und das Geilste kommt zum Schluss. Das zeige ich euch dann bei dem T-Shirt, was mich am meisten freut. Wunderschön. Wirklich ein wunderschönes Album. Haben sich auch wirklich Mühe gegeben. Jetzt gehe ich gleich auch nicht mehr rein. Vor Schreck. Aber wie gesagt. Testspruch. Nicht gerade billig an, also ist wirklich ein gutes Album, wie gesagt. Man muss sie halt mögen, die Gruppe. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber für mich auf jeden Fall die Nummer 1. Und freue mich auch immer, wenn neue Lieder von der Gruppe produziert werden. So. Aber jetzt kommen wir eigentlich zum wichtigsten Teil des Paketes eigentlich. Das Shirt. Fässt sich schon mal richtig gut an, also guter Stoff. Geil. Und jetzt kommt das, was ich euch, ja, toll, versprochen habe. Und zwar, selbst so hinkriege. So hinkriege ich die Kamera ein bisschen. Nee, krieg ich nicht hin. Schade. Ist schon schief. Aber so krieg ich es hin. Da sind die ganzen Tourdaten drauf. Wie gesagt, Tourdaten, die Sie bereist haben. Zum Stoff, das ist sogar die Größe M. Habe ich vorhin L gesagt, dann tut es mir leid. Aber zum Stoff, wirklich gute Verarbeitung. Fässt sich auch ziemlich gut an. Auf jeden Fall kein billiges Produkt. Die Nähte sind auch ordentlich vernäht. Ich habe schon T-Shirts gehabt von anderen Gruppen oder Bands, ja. Die waren miserabel, dass sie hier Faden gesehen, da war eine Naht nicht ordentlich vernäht und hier am Ärmel oder so. Aber bei dem hier, perfekt. Wirklich tadellos. Wirklich tadellos. Freue mich schon beim ersten Anziehen.
wie sich das trägt. Und hier sind nochmal die Daten von 2019, wo sie überall waren. Berlin, Mercedes Arena, Stuttgart, Schleierhalle, Frankfurt, Festhalle, München, Olympiahalle, Leipzig Arena, Hamburg, Barclaycard Arena, Hamburg, Barclaycard Arena, Köln, Lannix Arena und Köln, dasselbe nochmal. Köln, Lannix, Lannix Arena, ja, wie auch immer das ausgesprochen wird. Halt. Da. So. Ich hoffe euch hat es gefallen, das Video. Werde es auch gleich hochladen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um weitere Videos zu erhalten. Und somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Paket. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis später.